Hallo und herzlich willkommen zu Brüssel, meine Liebe, unsere Talkshow aus dem Herzen Europas. Ich bin Ihr Gastgeber Stefan Grobe und ich begrüße unsere Gäste hier im Studio und Sie daheim an den Bildschirmen. Unsere Themen diese Woche. Kurz vor den Wahlen zum Europäischen Parlament enthüllt ein neuer Bericht schwerwiegende Missstände bei unseren gewählten Vertretern. Laut Transparency International haben 7 von 10 Abgeordneten des Europäischen Parlaments noch andere Jobs, mit denen sie ihr ohnehin schon großzügiges Gehalt aufbessern. Wie wirken sich diese anderen Verpflichtungen auf ihre Arbeit im Dienste des öffentlichen Interesses aus? Was bedeutet das für das Vertrauen zwischen Bürgern und Politikern? Und Happy Pride Week! Es ist wieder einmal soweit. Brüssel ist zu Ehren der LGBTQ-Gemeinde mit Regenbogenflaggen geschmückt. Sogar das Amt des EU-Außenbeauftragten hat sich das Mantra sicher im Alltag überall auf die Fahnen geschrieben. Doch ein neuer Bericht zeigt, dass die queere Gemeinschaft mehr Mobbing und Gewalt als je zuvor erlebt. Gibt es also wirklich etwas zu feiern? Und damit zu unseren Gästen, und zwar Sophia Russek, EU-Expertin beim Zentrum für europäische Politikstudien CEPS in Brüssel. Timo Lehmann, Brüsseler Korrespondent des Hamburger Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Und Patricia Heidegger, stellvertretende Generalsekretärin des Europäischen Umweltbüros. Seien Sie nochmals herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Aber wie immer, bevor wir zu Ihnen kommen, wollen wir über neue Vorwürfe hören, die kurz vor den Wahlen zum Europäischen Parlament Schlagzeilen machten. 7 von 10 Abgeordneten des Europäischen Parlaments arbeiten noch nebenher. Und eine Handvoll von ihnen verdient dabei viel Geld. Das geht aus jüngsten Daten von Transparency International hervor. Und die Abgeordneten, die rechts und in der Mitte des Parlaments sitzen, profitieren im Vergleich zu denen, die links sitzen, von beträchtlichen finanziellen Vorteilen. Dies erregte Aufsehen ist aber nicht illegal. Europaabgeordnete können so viele Jobs haben, wie sie wollen und so viel verdienen, wie sie wollen, solange sie ihr Einkommen angeben und keine Lobbyarbeit betreiben. Doch angesichts des bevorstehenden Ohnengangs stellt sich die Frage, ob diese Enthüllung dem Image von Brüssel und Straßburg schadet oder ob mehr getan werden muss, um den Ruf der Abgeordneten zu schützen. Ja, den Ruf der Abgeordneten schützen, Frau Russek. Zunächst einmal, wie schwerwiegend sind diese Vorwürfe von Transparency International? Alles nicht illegal, aber im aktuellen Klima auch nicht gerade förderlich für die Europapolitik. Nee, absolut. Also ich meine, erstmal natürlich sehen wir das auch im Bundestag, im Deutschen Bundestag zum Beispiel und auch in anderen Parlamenten. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass Parlamentarier Nebenjobs haben. Aber die Frage ist natürlich, was für Jobs sind das? Ne? Reden halten und Artikel schreiben, okay. Aber wenn es zum Beispiel Jobs sind für Firmen, die Lobbyarbeit an der EU, mit der EU, bei der EU betreiben, dann gibt es natürlich eventuell Interessenskonflikte. Und das ist dann problematisch. Nebenjobs, es gibt ja auch das Argument, Herr Lehmann, dass die Leute sagen, ja, Nebenjobs ist nicht schlecht, dann sind die Abgeordneten näher an der Arbeitswelt und näher an der Realität. Was davon zu halten? Würde ich auch gar nicht mal unbedingt widersprechen. Also es ist ja so, dass man auch sagen kann, okay, es ist, wenn jemand ein Unternehmen hat und sich entscheidet, für eine Zeit in ein Parlament zu gehen, warum soll er jetzt diese Unternehmensbeteiligung abgeben, wo möglicherweise er noch mit Geld verdient? Warum soll jemand, der als Anwalt arbeitet, nicht noch möglicherweise Prozesse begleiten, jemand verteidigen vor Gericht oder Ähnliches? Da gibt es auch im Bundestag und im EU-Parlament Fälle. Und es ist auch so, dass das natürlich auch eine gewisse Unabhängigkeit von der Politik schafft. Also jemand, der als Beruf, da gibt es ja viele jüngere Abgeordnete, praktisch nur immer auf Politik gesetzt hat, der ist natürlich auch abhängig von so einem Mandat und kann dann schwer da wieder raus oder fragt sich, was macht er eigentlich danach. Ja? Aber wie schon gesagt wurde, problematisch ist es vor allem, wenn damit Interessen, unternehmerische, wirtschaftliche Interessen verbunden sind, Interessenkonflikte entstehen und wenn Politiker oder wenn man das Gefühl bekommt, Politiker machen da gerade Politik für eine bestimmte Industrie, von der sie selbst wirtschaftlich profitieren. Und deswegen muss das transparent gemacht werden und das wird es ja zum Teil auch, also wird es ja zum Glück auch gemacht, aber da... Die Frage, Frau Heidegger, ist ja, wie kann jemand öffentliche Interessen vertreten? Einerseits, dafür ist er gewählt oder sie. Andererseits aber ganz spezielle Interessen verfolgen, die möglicherweise nicht sofort in Konflikt sind mit seiner Abgeordnetentätigkeit, aber irgendwann ja schon mal.
Ja, also ich würde da den Kollegen gar nicht Unrecht geben. Natürlich ist es immer gut, ein bisschen eine Verbindung zur Realität, zur Außenwelt zu haben. Aber die Abgeordneten haben ein Mandat. Sie werden dafür auch ordentlich vergütet. Das heißt, sie sollten erstmal ihre Zeit primär für ihr politisches Mandat einsetzen. Dafür werden sie bezahlt und gewählt. Ja. Es gibt dann durchaus Politiker, die mehr Zeit irgendwo anders verbringen als hier in Brüssel oder in Straßburg im Parlament. Und natürlich muss klar sein, dass diese anderen Tätigkeiten keinen Bezug haben zu ihren politischen Entscheidungen. Und es gibt ja auch noch ganz andere Sachen. Es geht ja nicht nur um sagen wir mal, jetzt Nebenjobs. Es gibt dann natürlich auch verdeckte Dinge durch irgendwie Tagessätze, Honorare, Beraterverträge, aber auch so Dinge wie Freundeskreise, wo man dann zu Reisen eingeladen wird, durchaus auch von Regimen, die jetzt nicht unbedingt die Werte der Europäischen Union teilen. Also da muss man genauso viel draufschauen wie auf, sagen wir mal, reguläre Nebentätigkeiten. Ja. Die Ausgangslage war ja die Untersuchung von Transparency International. Wir wollten von der Organisation wissen, was sie sich von dieser Untersuchung eigentlich erhofften. Hier ist die Antwort. Wir betreiben diese Art von Untersuchung von Nebenjobs schon seit etwa 10 Jahren. Und jedes Jahr finden wir einkommensstarke Tätigkeiten. Tätigkeiten, die problematisch sind. Eines der Hauptprobleme ist, und das ist wirklich enttäuschend, dass es eine Gelegenheit für eine echte Reform innerhalb des Europäischen Parlaments gab. Und zwar nach dem Katar-Skandal, bei dem die Abgeordneten ein ganzes Jahr lang an der Reform der internen Vorschriften gearbeitet haben. Und was wir am Ende sehen, ist eine Reform, die eher kosmetischer Natur ist und bei der es nur einige kleine Änderungen gibt. Im Großen und Ganzen aber bleibt das System dasselbe. So besteht eine der Hauptforderungen an die Abgeordneten darin, eine Kultur der Integrität zu schaffen. Das bedeutet, dass wir alle Kandidaten auffordern, einige unserer Empfehlungen anzunehmen und im nächsten Parlament darauf zu drängen, dass wir keine Skandale haben. Denn zur Erinnerung, jeder Skandal schadet dem Vertrauen und das sehen wir dann an den Wahlergebnissen. Ja, sehen wir das wirklich an den Wahlergebnissen, Herr Lehmann? Denn die Nebeneinkünfte sind ja so auf alle Parteien gleichermaßen verteilt, obwohl es gibt einen Schwerpunkt auf liberalen, konservativen Parteien. Ne? Ja, also ich sage mal zum Beispiel im Bundestag, um jetzt mal einen anderen Vergleich zu nehmen oder ein prominentes Beispiel, Sarah Wagenknecht gehörte dazu den Einkommens mit den höchsten Nebeneinkünften, die ihr Buch mit unglaublich viel Geld verdient hat. Eine linke Partei, Gregor Gysi, auch ein linken Politiker. Das sind Ausreißer. Es sind Ausreißer. In der Regel stimmt es, dass es vor allem konservative und liberale Politiker betrifft, die natürlich auch politisch eine Wirtschaftsnähe an sich schon haben. Was ich interessant finde, ist, dass wir jetzt, wenn wir über die Korruptionsfälle bei Katar sprechen, dass da wirklich auch sozialdemokratische Parteien beteiligt waren. Und jetzt ganz aktuell der Fall Kra und der mögliche Einfluss Gelder aus Russland, die praktisch nicht als Nebeneinkünfte, wo möglicherweise Geld geflossen ist, wo es die extrem rechten Parteien betrifft. Frau Rosack, ist das Europäische Parlament mehr als nationale Parlamente auf, sagen wir mal, saubere Geschäfte angewiesen, weil es ja eine Europaskepsis latent immer noch gibt in der Wählerschaft, gibt es nicht so in Deutschland. Andererseits haben natürlich die Rechten, die äußersten Rechten, genug Schlamassel, was Skandale angeht zurzeit. Ja. Aber wie ist das? Das Europäische Parlament muss das. Gibt es da andere Standards? Also ich würde erst noch mal einen Punkt machen, dass wir in diesen ganzen Unterhaltungen müssen wir wirklich Lobbyismus von Korruption unterscheiden. Ne? Und das wird ganz, ganz oft in einen Topf geschmissen. Und Lobbyismus ist erstmal nichts Unanständiges, aber es muss eben transparent sein. Mhm. Und das Parlament hat als Antwort auf Katargate, hat es neue Regeln sich gesetzt, neue interne Regeln. Da geht es vor allen Dingen um Berichtspflichten und um Vermögen, Offenlegen und so weiter. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist gut, wenn es darum geht, Lobbyismus transparenter zu machen. Aber ein Punkt, der ganz wichtig ist, das wird einen nächsten Korruptionsskandal nicht verhindern. Das ist ja das Problem, Offenlegung. Ne? Das haben wir schon erwähnt. Wenn also erst Transparency International hergehen muss, um diese Daten zu ermitteln und dann veröffentlicht und alle sind völlig überrascht, da ist doch irgendwas schief. Ja, es gibt Transparenzregeln und die sind
auch gar nicht schlecht, gerade durch den weltweiten Vergleich. Es gibt definitiv Luft nach oben. Es geht ja auch nicht nur um das Europaparlament, es geht auch um die Europäische Kommission, wo es ein Transparenzregister gibt, aber wo auch Treffen, außer die der Kommissare, nicht unbedingt offengelegt werden müssen, wo auch gar nicht klar ist, wer frequentiert eigentlich die Experten in der Kommission. Im Rat ist es noch intransparenter, ja, wo man erstmal schwer Zugang hat, also gerade auch wir als Nichtregierungsorganisation, und völlig intransparent ist, wer da eigentlich Entscheidungen beeinflusst. Das heißt, es gibt durchaus Verbesserungsspielraum, wer eigentlich Zugang hat zu unseren Politikern, unter welchen Bedingungen, und das eben offen zu legen. Es gibt ja auch noch andere Organisationen, Corporate European Observatory zum Beispiel, zeigt auch seit vielen, vielen Jahren, wie bestimmte Lobbygruppen, aber eben auch autoritäre Regime zum Beispiel durch verschiedenste Mechanismen, unter anderem diese Freundeskreise, aber eben auch durch Reisen und eben auch durch Korruption Einfluss nehmen auf Entscheidungen durch die Institutionen hinweg. Ja. Problematisch ist, wenn ich darf, dieses das Prinzip der freiwilligen Selbstkontrolle, was im Europäischen Parlament gilt. Das heißt, ein Europaabgeordneter muss selber angeben, wenn ein Interessenskonflikt vorliegt oder nicht. Und selbst wenn es vorgelegt wird, dann wird nichts gemacht. Also da gibt es eine Kultur der Sanktionslosigkeit innerhalb des Europäischen Parlaments. Und aber das führt eben dazu, dass das Vertrauen, was man ja nicht so ohne weiteres wieder gewinnen kann, also stetig, aber sicher, und die Leute machen keinen Unterschied. Und das spielt in der Tat in da die Karten von den Rechten. Der Wähler, absolut. Ja. Mhm. Ich komme gleich zu Ihnen zurück. Das passiert jetzt alles kurz vor den Europawahlen. Wie reagieren die Menschen darauf? Wir waren in der Brüsseler Innenstadt auf Meinungssuche. Wir wollten wissen, was die Leute von ihren Volksvertretern halten und ob sie ihnen vertrauen. Hören Sie mal rein. Absolut. Auf keinen Fall. In a way. In gewisser Weise. Ich denke, sie können mehr tun, mit mehr Transparenz. Ich glaube, ich vertraue ihnen. Aber ich weiß nicht alles darüber, was sie hinter den Kulissen machen. Also ist so ein Zwischending. I do, but not all of them. Ich vertraue einigen, aber nicht alle von ihnen. Ich bin nicht wirklich ein großer Fan von den extremistischen Parteien. Ich glaube nicht, dass sie wirklich für die Menschen da sind. Ich habe kein Vertrauen in die Politik. Ich habe aufgehört, Vertrauen in irgendetwas zu haben. Ich traue niemandem. Ja, Herr Lehmann, das war, wir haben also nichts rausgeschnitten oder so. Ja. Das war wirklich die Summe der Meinung durch at random. Offensichtlich eine Vertrauenskrise. Wie kommen wir da wieder raus? Ich glaube tatsächlich, das, was hier jetzt auch gerade gesagt wurde, die Transparenzregeln auf dem Papier sind gar nicht mal so schlecht, sondern vieles muss öffentlich gemacht werden. Die Frage ist dann, wenn Fehlverhalten passiert, was passiert eigentlich danach? Und würden eigentlich diese Regeln konsequent durchgesetzt? Und man hat ja versucht, mit dem Ethics Buddy, also eine Körperschaft, versucht, zwischen allen EU-Institutionen mal ein Gremium zu schaffen, das möglicherweise dann auch dafür sorgt, dass das auch Folgen hat, wenn jemand bestimmte Regeln nicht befolgt. Das ist jetzt aber in der Zeit wieder so abgeschwächt worden, dieser Ethics Buddy, dass der auch relativ zahnlos ist. Und ich glaube, das ist eigentlich das Kernproblem, dass man das Gefühl hat, die EU schafft es nicht, da mal wirklich gegen Verstöße vorzugehen, sondern es passiert bei vielen Fällen einfach gar nichts. Ich würde, wenn ich noch einen Punkt da reinbringen darf, also Katargate wurde ja genannt sozusagen und auch als Chance, die Regeln zu verbessern. Und da war es auch interessant zu schauen, wie die verschiedenen Parteien und verschiedene Abgeordnete reagiert haben. Also man muss auch wirklich eine Lanze brechen für die Abgeordneten, die extrem ehrlich sind, die diesen harten Job machen, den viele von uns wahrscheinlich nicht machen wollen und können. Die leiden natürlich unter diesem Imageproblem und die kriegen sehr oft nicht die Sichtbarkeit. Es kriegen immer nur die Sichtbarkeit, die in diese Skandale verwickelt sind, die sich dann im Nachhinein gerade auch nach Katargate aus dem Europäischen Parlament raus für mehr Transparenz und härtere Regeln eingesetzt haben, die sieht man oft viel zu wenig. Wer dann auch wiederum Sichtbarkeit bekommt, und es waren interessanterweise vor allem Abgeordneten aus, sagen wir mal, eher konservativen Kreisen, die dann diesen Katargate-Skandal genutzt haben, weil es wurden ja so Schein-NGOs von den Abgeordneten und Mitarbeitern aus dem Parlament, die in diesen Korruptionsskandal verwickelt waren, genutzt für diese illegalen Geld- oder vermutlich illegalen Finanztransaktionen, das ist ja alles noch in Aufklärung, um dann zu sagen, naja, man muss diese Nichtregierungsorganisationen viel stärker reglementieren, das sind irgendwie so Einfallstore für irgendwie Korruption, also quasi die Aufmerksamkeit weggelenkt von den politischen Amtsträgern hin zu Organisationen, die unter sehr, sehr vielen strengen Spielregeln in der Regel arbeiten müssen, viel strenger als die Abgeordneten selber. Also ganz klar ist, dass wer mit einem Koffer voller Geld nach Hause gehen möchte, der macht das, egal welche Berichtspflichten es im Europäischen Parlament gibt. Und das Europäische Parlament und die europäischen Institutionen sind nicht gefeit vor weiteren Korruptionsskandalen.
Und wenn mehr rauskommt, und das könnte gut sein, dann würde es das Vertrauen der Bürger irgendwann schaden. Wir sehen allerdings momentan beim Eurobarometer, wir haben gesehen, dass gleich nach Katargate, da gab es einen kleinen Dip, aber die Zahlen haben sich stabilisiert. Und die Umfragewerte, also die Vertrauenswerte in die europäischen Institutionen, die sind sehr gut momentan. Jetzt kann man sich fragen, woran liegt das? Wahrscheinlich nicht, weil die Bürger das gar nicht so schlimm finden. Sondern sagen, wo kommen die Leute her, die wir auf der Straße haben? Ja, genau. Hier, laut der Organisation Follow the Money waren in der letzten Legislaturperiode 163 von 704 Mitgliedern des Parlaments in irgendeiner Weise in einen Skandal verwickelt. Betrug, Belästigung sexueller Art, mehr oder weniger Vetternwirtschaft. Das ist also fast ein Viertel. Da muss man aber, schockt Sie das? Ja, da muss man aber auch dazu sagen, das bezieht sich auch auf die Zeit vor dem Mandat. Also das ist eine sehr, sehr gründliche Aufarbeitung, was gut ist. Das ne? macht aber es nicht Zahlen, besser, nein, das macht es nicht besser. Das stimmt. Aber nur so zur Klarstellung, dass sich das nicht nur auf diese 5 Jahre des Mandats bezieht, sondern dass es weitergefasst ist. Ja. Schockt Sie das? Mich schockt es auf jeden Fall. Ja. Und ich finde, dass natürlich das EU-Parlament da ein Problem hat. Und wenn die es nicht schaffen, das mal wirklich anzufassen, also nochmal dieser Ethics Party, es kann nicht sein, dass das am Ende von den Institutionen alles so abgeschliffen wird, dass das ein zahnloser Tiger ist. Und danach beschwert man sich, dass irgendwie der Ruf der EU-Institutionen stimmt, dass die Umfragen gar nicht mal so schlecht sind, was das Vertrauen angeht. Aber sie könnten definitiv besser sein. Mhm. Und ich finde, diese Zahl ist doch... Ist eigentlich erschreckend. Ist absolut. Es ist erschreckend, sind keine Einzelfälle, wie die Zahl ganz klar zeigt. Und ich denke auch, also natürlich die Institutionen selber sind gefragt, aber natürlich auch die Parteien und die Fraktionen, ja, die dann gerne auch ihre eigenen Abgeordneten schützen und gerne dann besonders laut werden, wenn es um die anderen geht, aber wenn es um die eigenen Leute geht, natürlich dann eher sehr zurückhaltend sind. Ja. Also da muss man schon auch... Es wird sich aber nicht ändern, weil die Mehrheit im Parlament eben gerade diejenigen sind, die sehr eng mit der Lobby zusammenarbeiten und die Regeln nicht ändern wollen. Deswegen. Ich will mal was aufgreifen, was vor vielen Jahren so das Denken in der Öffentlichkeit bestimmte, dass die Leute, die sich in Europa engagieren, im Europäischen Parlament und auch in der Kommission, sind eigentlich so Politiker der zweiten Garnitur sind. Nicht? Dass man also in Deutschland Karriere machte und dann nicht mehr und dann ging man nach Europa oder so Leute wurden abgewählt und wurden nach Europa geschickt. Es klingt immer noch so ein bisschen, ich will jetzt nicht, ich kenne viele Abgeordnete, die machen eine hervorragende Arbeit und sind also integre Leute, aber ich glaube auch in der Öffentlichkeit schwingt sowas immer noch so ein bisschen mit und das liegt auch da, oder das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das Interesse an Europa immer noch geringer ist als an nationaler Politik und aber ich glaube, es gibt eigentlich aus allen Parteien sehr junge, engagierte Abgeordnete. Das muss man schon sagen. Die hatten auch nicht vorher irgendwie versucht, in den Bundestag zu kommen oder Ähnliches. Aber es gibt, und das sieht man ja jetzt auch, immer noch bei der FDP zum Beispiel. Erstmal hat man Frau Bär nach Berlin geschickt, jetzt schickt man Frau Strack-Zimmermann, die auch schon etwas älter. Also da würde dieses Muster wieder passen. Frau Barley war vorher Ministerin in der Bundesregierung, auch eine Justizministerin. Also es gibt dieses Muster der, sage ich mal, in Berlin Aussortierten. Das würden die natürlich komplett widersprechen. Und ich würde auch sagen, dass das Engagement von denen auch davon unabhängig ist. Ja. Ja, aber sie bringen ja auch Erfahrung mit. Sie bringen auch Erfahrung mit. Und eine gewisse Visibility aus Deutschland. Ne? Absolut. Eine gewisse Namenserkennung. Also ich finde das auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Nein, finde ich auch. Man muss das nicht. Aber es schwingt trotzdem mit, dieses, gut, also jemand, der in Berlin vielleicht nicht mehr gewünscht ist. Frau Strack-Zimmermann war jetzt in der Bundesregierung als Kritikerin von Olaf Scholz in der Ukraine-Frage nicht die allerbeliebteste und hat den Koalitionsfrieden dort nicht unbedingt immer gesichert. Und jetzt kommt sie nach Brüssel. Also da kann die FDP erzählen, was sie will. Aber das ist zumindest das Bild, was jetzt dadurch erzeugt wird. Bei Frau Barley war es, glaube ich, ein bisschen anders. Was da, glaube ich, auch noch mitschwingt, ist auch nach wie vor, also die geringe Sichtbarkeit auf der Europapolitik in nationalen Medien und auch der politische Diskurs auf der Regierung zu Hause, wenn Europa irgendwas Gutes macht, dann wird es oft dargestellt als unser Verdienst. Ja? Und wenn irgendwas gemacht wird, was vielleicht nicht so beliebt ist, dann wird natürlich sofort, gibt es einen Fingerzeig nach Brüssel. Ja? Die berühmte Normierung der gekrümmten Banane ist immer noch in Gedächtnis. Also da schwingt immer noch so ein Image. Europapolitik nicht in nationalen Medien, aber natürlich hier bei uns.
Bei uns denn auch. Also. So, und beim Spiegel. Das war unsere erste Runde. Vielen Dank. Wir machen eine kleine Pause und danach Mobbing und Belästigung überschatten die Pride Week. Das nächste Thema in Brüssel, meine Liebe. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück zu Brüssel, meine Liebe. Unsere Gäste sind immer noch Sophia Russack, Timo Lehmann und Patricia Heidegger. Diese Woche feierte Brüssel die jährliche Pride Week. Und wie immer sollten Farbe und Vielfalt das Bewusstsein für die Herausforderungen für die LGBTQ-Gemeinschaft schärfen. Die eigentlich gute Nachricht ist, dass sich immer mehr Menschen in Europa outen. Aber die schlechte Nachricht ist, dass gewalttätige Angriffe zunehmen. Laut der Europäischen Agentur für Grundrechte spricht mehr als die Hälfte offen über ihre Identität, mehr als ein Drittel fühlt sich im Alltag diskriminiert und mehr als die Hälfte war Opfer von hassmotivierten Belästigungen und trägt sich mit Selbstmordgedanken. Ja, das sind die Fakten. Die Frage an die Runde, ganz einfach, was läuft hier schief? Werden wir als Gesellschaft immer intoleranter, immer aggressiver? Und wenn ja, woher kommt das? Herr Lehmann. Ich glaube, es ist ganz klar, hängt das auch mit damit zusammen, dass die rechten Parteien in den letzten Jahren Aufstieg gemacht haben, die diese Stimmung befördern. Also es gibt zwar auch Parteien, die das zum Beispiel, wir haben jetzt gerade Niederlande, Geert Wilders, der da eine Regierungsformation bildet, eine Partei, die nicht unbedingt LGBTQI feindlich ist, aber zum Beispiel sehen wir es in Italien, wo zwei rechte Parteien, die LGBT-feindlich sind und auch in vielen anderen Ländern. Wir hatten in Polen eine lange Zeit mit der PiS-Regierung eine extrem queer-feindliche Regierung. Und da sieht man das, was kippt. Und das ist dieser Glaube von, es wird immer besser für diese Minderheit, dass das so nicht stimmt, sondern dass es auch Rückschritte geben kann. Ja, wir sehen, die Situation ist natürlich besonders schlimm im Osten Europas. Und diese Studie hat ja auch gezeigt, dass es in Polen am allerschlimmsten, noch hoffentlich Rumänien und Bulgarien, die Situation am schlimmsten ist. Aber auch in westlichen europäischen Ländern verschlimmert sich die Situation. Auch dort ist die LGBTIQ-Community großem Hass und Diskriminierung ausgesetzt. Wir sehen zum Beispiel, dass in den Niederlanden und in Schweden, out of all, die Werte deutlich schlechter sind als vor 5 Jahren. Und das bezieht sich vor allen Dingen auf trans- und intersexuelle Menschen. Und das ist alarmierend. Frau Heidegger, Sie arbeiten für das Europäische Umweltbüro, eine Organisation, die man eher auf dem progressiven Teil des öffentlichen Spektrums ansiedeln würde. Was ist so Ihre Erfahrung? Was sehen Sie so unter Mitarbeitern, unter Kollegen, unter Klienten? Ist das was Sie teilen hier als Beobachtung, sprechen Sie darüber, erzählen Sie mal. Ja, also es ist natürlich traurig, ja, dass es überall in der Region mit Unterschieden, aber überall in Europa, dass Menschen sich um ihre Sicherheit fürchten müssen. Ja, das ist traurig und kein Grund, stolz zu sein in dieser Pride Week. Und ja, Erstarken der Rechten und überhaupt die sozusagen Polarisierung in der Gesellschaft hat hier natürlich eine große Rolle gespielt. Wir leben dann oft in, sagen wir mal, kleinen, vielleicht in Großstädten und auch in unseren Organisationen, die, wie gesagt, eher progressiv sind, wo wir vielleicht uns irgendwie in Sicherheit wähnen und denken, naja, es wird irgendwie besser und wir werden immer offener. Da muss man natürlich auch hin und wieder mal so einen Realitätscheck machen. Gerade für uns als Umweltorganisation ist es ein sehr interessantes Thema, weil es gibt Studien, hauptsächlich aus den USA, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es in Europa ähnlich ist, dass Leute aus der LGBTQI-Community, also in den USA zumindest, mehr als 2-mal so häufig als die andere Bevölkerung sich aktiv engagieren, ja, für in der Umweltbewegung, in der Friedensbewegung, weil sie aus eigener Erfahrung eben die Ungerechtigkeiten, Diskriminierung in der Gesellschaft erleben und sehr viel sensibler sind als so der Durchschnittsbürger. Das heißt, wir als Organisation sollten uns natürlich auch damit beschäftigen, ja, wie können wir Leute von verschiedenen, mit verschiedenem Hintergrund in unsere Organisation aufnehmen, einen sicheren Arbeitsplatz, Sicherheit am Arbeitsplatz sozusagen bieten und uns auch selbst kritisch hinterfragen. Ja, was heißt es eigentlich, ein queer-friendly Arbeitsplatz zu sein? Sie haben von einem Reality-Check gesprochen. In Europa ist ILGA Europe die Organisation, die LGBTQ-Gemeinde vertritt. Wir wollten von Ihnen hören, mit welchen Realitäten
ihre Mitglieder eigentlich leben müssen. Und hier ist die Antwort. Die Situation der LGBTI-Menschen in Europa ist sehr uneinheitlich. Zu wenige Länder schützen vor Hassverbrechen und Hassreden. Zu wenige erkennen Regenbogenfamilien an. Kaum ein Land hat einen Schutz für transsexuelle Menschen oder Asylbewerber. Und viele dieser Bereiche fallen in die Zuständigkeit der EU. Wir brauchen also Kandidaten, die sich der Herausforderungen stellen und sich engagieren. Die Freizügigkeit, das Herzstück der EU-Werte, ist für transsexuelle Menschen, für nicht-binäre Menschen und für Regenbogenfamilien nicht gesichert. Die neue Kommission und das neue Parlament müssen sich also darum kümmern, diese Gesetzeslücken zu schließen, und das muss wirklich bald geschehen. Ja, ILGA Europe hat diese Woche auch ihre sogenannte Regenbogenkarte veröffentlicht, um die rechtliche und politische Situation der Menschenrechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intersexuellen aufzuzeigen. Wir haben es bereits erwähnt, eine Intoleranz besonders verbreitet in Osteuropa und in potenziellen neuen Mitgliedstaaten. Kann die EU das als Druckmittel nutzen, um Toleranz einzufordern bei den künftigen Mitgliedern? Auf jeden Fall. Also ich glaube zum Beispiel jetzt die Diskussion, die es um Georgien gibt, da ist das auch ein Thema, Queerfeindlichkeit. Und ganz grundsätzlich muss man sagen, dass das natürlich auch mit russischen Desinformationskampagnen auch in Osteuropa zu tun hat, wo diese Stimmung ganz gezielt, da wird die EU als Gay-Europa verunglimpft und das wird sozusagen als westliches Feindbild gesehen, wo gleichgeschlechtliche Paare diffamiert werden. Und insofern ist das auch, finde ich, muss das auch ein Teil sein, wenn man mit möglichen potenziellen EU-Kandidaten spricht, dass das auch zu den Werten Europas dazugehört, dass solche Menschen alle Rechte haben, die sie haben müssten. Und vielleicht ein Punkt noch dazu, weil das auch für die Wahl ganz eine entscheidende Frage ist. Frau von der Leyen hat sich nicht klar geäußert, ob die EVP nach der Wahl mit der EKR-Fraktion zusammenarbeiten wird. Und insbesondere in der EKR-Partei sind viele Parteien vertreten, die eine ganz klar schwulen, Lesben, transfeindliche Gesinnung verbreiten. Da ist klar, dass die Liberalen werden das nicht machen, aber auch die EVP, die sich ja eigentlich bei diesem Thema auch relativ liberal gibt, muss sich die Frage gefallen lassen, ob sie wirklich mit solchen Kräften zusammenarbeiten will und diese Stimmung, diese negative Stimmung dann auch mit befördert. Ja. Also wenn man sich die Wahlprogramme anschaut von den Parteien, die gerade als die Wahlen gewinnen werden, die Rechtsaußenparteien, dann haben die alle LGBTIQ-feindliche Elemente in ihren Wahlprogrammen. Okay, vielen, vielen Dank. Das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Danke an unsere Gäste hier im Studio und an Sie zu Hause. Bleiben Sie bei Euronews. Willkommen zurück zu Brüssel, meine Liebe. Ich bin Stefan Grobe, immer noch zusammen mit Sophia Russack, Timo Lehmann und Patricia Heidegger. Zu den Top-Europa-Themen diese Woche gehörte die 68. Ausgabe des Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö. Rund 160 Millionen Zuschauer weltweit schalteten ein, um mitzuerleben, wie die Schweiz mit dem Lied The Code des Künstlers Nemo gewann. Der erste nicht-binäre Gewinner des Schlagerwettbewerbs. Thank you so much. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, dass dieser Wettbewerb sein Versprechen einlösen kann und weiterhin für Frieden und Würde für jeden Menschen auf dieser Welt steht. Ja, Friede und Würde. Frage an die Runde. Haben Sie den Wettbewerb gesehen und wie fanden Sie den Song? In Teilen habe ich es gesehen. Ich habe mir nicht die ganze Show angeschaut, muss ich sagen. Okay, Herr Lehmann? Auch in Teilen, ja. Okay. Aber ich fand das Lied eigentlich auch ganz gut. Ja. Man muss es mehrmals hören, aber nach ein paar Mal. Das ist immer schlecht bei einem Lied. Aber dann. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht gesehen. Es gibt ja die Eurovision lieben, die es hassen und die so ein bisschen ignorant sind. Ja. Da gehöre ich dazu. Okay. Ist das ganze Spektakel immer noch ein sensationelles Ereignis oder hat sich das überholt? Ist das eigentlich was für eher so für die 60er, 70er Jahre? Veraltet? Also ich denke, veraltet oder nicht, insgesamt steht diese Veranstaltung ja irgendwie für Spaß, aber auch für Offenheit und eben Diversität. Also nochmal zurückzukommen zu dem Thema von eben, LGBTQI, gerade die Schwulen und lesbische Community feiert den Eurovision ja auch als eben eine Plattform, wo eben auch diverse Künstler Sichtbarkeit und auch Erfolge feiern können. Jetzt eben auch wieder mit dem Gewinner aus der Schweiz, Nemo.
Conchita Wurst fällt mir da ein. United in Music war das Motto des Wettbewerbs und die Politik sollte vor der Tür bleiben. Aber da war dieses Jahr natürlich der Wunschvater des Gedankens. Was im offiziellen Brüssel für Verärgerung sorgte, war das Verbot der Veranstalter, die EU-Flagge zu zeigen. Margaritis Skinas, Kommissar zuständig für Migration, Gleichheit und Vielfalt, sagte dazu, dass die Eurovision in erster Linie eine Feier des europäischen Geistes sei, unserer europäischen Vielfalt und Talente. Die EU-Flagge sei ein Symbol dafür. Weniger als einen Monat vor den Europawahlen sollte es keine großen oder kleinen Hindernisse geben, um das zu feiern, was alle Europäer vereine. Ja, hat Skinas hier recht? Ist die europäische Flagge ein Symbol der Freude und der Kultur und der Talente? Ja, also ich fand das etwas übertrieben. Ich verstehe, dass die EBU da unter Druck geraten ist, unter geopolitischem Druck zu handeln. Aber das fand ich, das war eine übertriebene Handlung. Und die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, die das Ganze nächstes Jahr organisieren wird, die hat auch schon angekündigt, dass sie das überdenken wird. Ja. Ich meine, dass man die Politik bei sowas außen vor lässt, ist wahrscheinlich richtig. Sonst hätte man jedes Jahr also Tonnen von Debatten. Aber die Europaflagge? Ich sehe es auch so, dass das übertrieben war. Aber natürlich stand eben gerade aufgrund der politischen Diskussion dieses Jahr um die Frage Israel und Ähnliches, die Frage im Raum, lässt man Flaggen überhaupt zu? Und dann hätte eine Gefahr bestanden, dass es da möglicherweise zwei sehr präsente Gruppierungen gegeben hätte, die dieses Event überschattet hätten. Aber ich finde auch bei der EU-Flagge, völlig übertrieben und auch gut, wie das jetzt entschieden wurde bei den Schweizern. Also ich denke, natürlich ist es erstmal ein Event, wo es um Musik und Gemeinsamkeiten geht. Andererseits kann man eben auch Musiker nicht nur als Entertainer sehen. Ja? Also alles ist politisch und man darf auch oder muss auch politische Meinungen zulassen, also soweit es in den Rahmen passt und solange natürlich keine extreme oder volksverhetzende Statements vorliegen, darf man aber auch nicht denken, dass Entertainer keinerlei politische Meinung haben. Es war schon immer politisch. Politische Inhalte wurden schon immer gesungen. Es wurden Länder ausgeschlossen, wie Russland oder Belarus. Ne? Ja, das Ganze blüht uns ja auch in ein paar Monaten bei den Olympischen Spielen. Damit sind wir am Ende von Brüssel, meine Liebe. Ich danke unseren Gästen hier im Studio und unseren Zuschauern zu Hause. Und wenn Sie noch nicht genug haben, schreiben Sie uns an brüsselmeineliebe@euronews.com oder auf den sozialen Medien. Das war's für heute. Ich bin Stefan Grobe. Ihnen eine angenehme Woche. Bis bald wieder auf Euronews und euronews.com.